Hallo Leute, es ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich habe gerade über eine Stunde aufgenommen und erst nach dem Aufnehmen gemerkt, dass ungefähr die Hälfte meiner gesamten Aufnahme 36 Minuten komplett ohne Sound aufgenommen haben, also weder mit meinem noch mit dem Ingame-Sound. Und da die Saves jetzt schon viel, viel weiter sind, habe ich euch schon viel zu viel gezeigt, hä? Da die Saves jetzt schon viel, viel weiter sind, kann ich die Scheiße gerade nochmal von vorne machen, also komplett von vorne aufnehmen. Ich war eigentlich schon bei der zweit- oder drittletzten Quest vom ganzen Kapitel und so und boah, echt ätzend, ich sag's euch. Und ja. Ich mach das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich habe auch ziemlich oft gefailt, fällt mir gerade auf. Und ich werde es jetzt einfach wahrscheinlich in riesen Schnelldurchlauf abspielen lassen, also 300% oder so. Und da ihr wisst, wie wichtig mir auch in Gothic und so, dass die Ingame-Zeit ist und dass ich da zum Beispiel nicht schlafen gehe, bevor 8 Uhr ist oder so, werde ich auch die Gespräche nicht überspringen können und deshalb, ja. Keine Ahnung, wie ich das will. Ich werde es jetzt einfach 300% oder so vorspulen hier. Okay, das kann man ja wegklicken. So, und jetzt kommt das hier. Ja, es gibt auf jeden Fall, wie ich gemerkt habe, eine Menge Geheimnisse in diesem Spiel. Die habe ich alle, also ich habe ja die, es wurde ja die Komplettlösung von Arcades mitgesendet, wenn man es runterlädt. Und die Geheimnisse von denen wusste ich ja gar nicht und so, und deshalb habe ich die jetzt erst herausgefunden. Und weiß, dass es da eigentlich doch voll viel zu tun gibt, außer Quests, also... Ja, von diesen Geheimnissen weiß ich jetzt und ich weiß auch die meisten von denen. Deshalb ist das Ganze für mich jetzt überhaupt nicht mehr so blind wie vorher. Deshalb werde ich jetzt hier schon einiges wissen. Und deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich ab jetzt einfach mal schnell Durchlauf machen. So. Wer kennt ja das alles schon. Wenn ich jetzt rede, muss ich ganz langsam reden, weil ich das hier ja 300 oder 200 hey, aufwachen. Prozent mache. Hey, endlich bist du aufgewacht. Hat dich wohl ziemlich erwischt, was? Red mal, wo sind wir? Schneller. Keine Angst, wir haben es noch auf die Insel geschafft. Bloß, unser Schiff liegt auf dem Meeresgrund. Die große Welle hat dir für 2 Tage die Lichter ausgeblasen. Bleib lieber erstmal liegen. Wir kümmern uns schon darum, dass die Dinge hier laufen. Wie sieht es denn auf der Insel aus? Ach, ich hab mich noch nicht richtig umgesehen. Es gibt hier einiges zu tun. Guck dir mal das Lager an. Hier ist vieles kaputt gegangen. Und deswegen konnte ich bisher nur einen kurzen Blick aus dem Lager werfen. Also, wenn es dir wieder etwas besser geht, schau dich einfach etwas auf der Insel um. Wie sieht es denn mit Waffen aus? Leider sind alle Waffen mit dem Schiff gesunken. Wenn du aber etwas Rohstahl findest, kannst du uns ein paar Schwerter schmieden. Solange du noch keine Waffe hast, solltest du vorsichtig sein. Es gibt eine Menge Viecher und Gefahren da draußen. Gut, ich passe auf. So, ich muss jetzt weiterarbeiten. Schau doch auch mal bei Gerd vorbei. Der will dich bestimmt sehen. Oh nein, jetzt beeil dich aber. Los. Okay, ich glaube, ich mach das folgendermaßen. Ich glaube, ich werde das hier, wenn ich rede, einfach sehr schnell abspielen. Und wenn ich in Gesprächen bin, schneide ich die vielleicht auch einfach weg. Mal schauen. Oh, da ist Grabmoos. Toll. Was finden wir hier? Autsch. In was bin ich denn da reingetreten? Oh, cool. Ein Nagel war in meinen Schuh. Vielleicht brauche ich ihn später noch. Ja, vielleicht. So. Huch. Das hat mich jetzt aber erschreckt. Hallo, Giran. Hallo, Apfel. Wo ist eigentlich Heron? Den habe ich vorhin losgeschickt. Er sollte auf den Berg und sich die Insel mal von oben anschauen. Wie auch immer.
Falls du ihn siehst, sag ihm, dass er herkommen soll. Es gibt mittlerweile Wichtigeres zu tun für ihn. Gut, ich suche ihn. Nein, meine normale Geschwindigkeit. Wo ist eigentlich Heron? Das erinnert mich an das. Ihr habt ja bestimmt meine Verletzung gesehen in dem Video von Burnout Paradise und so. Da, als ich mich da verletzt habe, da wussten die anderen Leute, mit denen ich beim Breezefire gar nicht, was passiert ist und so. Wir konnten ihn nicht erreichen. Und deshalb haben die irgendwann auch rumgeschrien, wo ist eigentlich Maro? Und so. Und das, ja, das erinnert mich gerade daran. Okay, jetzt geht's wieder schneller. Hallo, Gerd. Hey, Mann, wir dachten schon, du würdest nie wieder aufwachen. Oh nein. Ja, meinte, ich wäre 2 Tage weg gewesen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nicht viel. Wir hatten bisher kaum Gelegenheit, die Insel anzuschauen. Zuerst müssen wir das Lager auf Vordermann bringen. Was willst du jetzt eigentlich machen? Es scheint dir ja wieder besser zu gehen. Ja. Ich wollte mich hier mal ein bisschen umschauen. Du musst erstmal zusehen, wie du hier aus dem Lager kommst. Beim Eingang lauern eine Menge Molarats und Scavenger. Auch auf der anderen Seite musst du kein Glück haben. Da ist eine Gruppe Wölfe und keine vernünftige Waffe, weit und breit in Sicht. Oh nein. Keine Sorge, ich habe schon diese Falle. Ich glaube, mit ihr komme ich erstmal aus. Ich hab ja eine Macke. Warte, Gerd. Gerd. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Ja, Mann. Ich habe mich heute Nacht, als Giran schlief, aus dem Lager geschlichen. Ich wollte mir die Insel mal ein bisschen ansehen. So hardcore. Es war stockdunkel und schon als ich ein paar Schritte von unserem Lager weg war, habe ich mich verlaufen. Ich muss die halbe Nacht in diesem grässlichen Wald da draußen gewesen sein. Überall waren diese verdammten Viecher. Scavenger, Molarats und sogar Wölfe. Als die Sonne dann langsam wieder aufging, konnte ich unser Lager sehen und bin abgehauen. Schrecklich. Und was soll ich da jetzt tun? Naja, ich muss dabei einen meiner Trommelstöcke verloren haben. Wie du siehst, fehlt mir einer. Leider weiß ich überhaupt nicht, wo ich danach suchen soll. Sie könnten überall da draußen rumliegen. Könntest du vielleicht nicht nach ihnen suchen? Okay, wenn ich ihn sehe, bringe ich dir deinen Trommelstock mit. Okay, speichern wir mal und machen jetzt... Oh Mann, komm her. Komm, lass dich töten. Aua! Axia! Oh Mann, blöder Baum. Oh. Au. Oh. Ich merke gerade, die Bluteffekte sind nicht mehr an. Was? Halt die Klappe, Gerd. Und ich werde auch diesmal die Pfeile nicht aus dem Skelett nehmen. Hilfe! Gibt es jetzt hier etwa... Ich habe die Insel jetzt ein bisschen erkundet. Und? Was hast du gesehen? Direkt vor unserem Lager ist ein kleiner Wald. Da gibt es eine Menge Monster. Ja, also das habe ich schon gesehen. Okay. Mehr würde mich interessieren, was auf der anderen Seite der Insel ist. Schau mal dort nach. Oh. Am besten, du schaust dich weiter auf der Insel an. Ich lasse jetzt die Blutdetails einfach, wie sie sind. Hilfe, ein Wolf. Und jetzt, was muss ich jetzt tun? Das habe ich doch schon gemacht. Manno, da ist ein Pfeil. Der Lagereingang ist doch freigeräumt, du blödes Spiel. Wir sind doch immer noch überall Bugs. Das hättet ihr sehen müssen. Als ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich schon wieder einen Bug abgekriegt. Einen ganz heftigen. Aber jetzt ist mir das auch gerade egal und ich besuche jetzt Heron. Hallo, Heron. Hey. Okay, Heron. Ich mach das jetzt übrigens so. Ich schneide die Gespräche weg. Die kennt ihr ja schon. Und ansonsten... Moment. Ja, gibt es noch etwas Besonderes? Ich rede zu schnell. Entschuldigung. Ich muss jetzt hier hoch
Und dann... Seht ihr es gleich? Was soll das? Danke. Hier ist nämlich ein Ring. Den kann ich nehmen. Und da ist auch noch Bergmoos. Das brauche ich später. So. Jetzt habe ich einen Ring der Lebenskraft. Für 10 Lebensenergie-Bonus. Und ich muss jetzt das Feuer hier ausmachen. Ich weiß aber nicht wie. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich das letztes Mal Oh, mir fällt es wieder ein. Ich muss ja da hochklettern. Und dann ist das Feuer von selbst aus. Und die Fackel hier konnte ich mitnehmen. Upsa. Und die Fackel war dann irgendwann total verbuggt. Und hier ist noch ein Bergmoos. Und ich glaube, ich rede schon wieder viel zu schnell. Das Feuer ist immer noch da. Ich muss da hoch. Was ist hier oben? Oh. Was ist denn das für ein seltsames Ding? Soweit ich mich erinnern kann, war hier vor einigen Jahren noch nichts. Es sieht ganz schön gefährlich aus. Am besten finde ich schnell raus, für was man dieses Ding benutzen kann. Guter Plan, Held. Jetzt muss ich nochmal zu Heron. Dann krieg ich noch eine Aufgabe. Sieht clever, einfach die Felswand hochzuklettern. Das muss ich mir merken. Ich gehe jetzt ins Lager. Den Berg schaue ich mir ein andermal an. So. Wie gesagt, ich schneide einfach jetzt alle dummen Gespräche raus. Und jetzt warte ich bis... Jetzt warte ich, bis Heron weitergelaufen ist. Und so lange sammle ich Müll. Den brauche ich nachher noch. Und wenn Heron fertig ist mit Laufen, gibt er mir noch eine tolle Aufgabe. Aber das kennt ihr ja alle schon. Hallo Heron. Nachtschatten. Da fällt mir ein, dass ich noch ein Problem habe. So, diese Aufgabe kennt ihr ja auch noch, denke ich. Wieso habe ich immer noch diese doofe Fackel in der Hand? Moment, ich laufe hier falsch. Ich muss hier hoch. Und dann laufe ich darüber. Und so langsam zu reden ist gar nicht mal unanstrengend. Mann. Und jetzt nochmal. Übrigens, es gibt noch ein Das ist übrigens Ötzi, den habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Er heißt Ötzi. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ja, ich stehe oben, ich weiß, hallo. Das passiert mir jedes Mal. Es gibt noch einen Bonus, da muss man diese komischen vertrockneten Büsche gießen. Man hat so einen komischen Becher Wasser. Aber irgendwie ist es bei meiner Version wohl nicht enthalten, denn ich habe schon bei allen Büschen das versucht. Es funktioniert irgendwie nicht. Das bedeutet, irgendwie spinnt meine Version ein bisschen. So, und jetzt rede ich wieder langsam. Genau. Langsam. Juhu, das hat funktioniert. Heron. Oho, du hast es geschafft? Ja. Puh, kann man so sagen. Also die Idee, wie du auf den Berg kommst, war ja schon fantastisch, aber das gerade... Nicht Na, wahr? Na, übertreib mal nicht. Musst du eigentlich nicht ins Lager? Oh, stimmt. Wir sehen uns. So, was? Nein! Heron, warte, du musst doch den Wolf da wieder töten. Du Vollidiot. Scheiße. Nein. Och, Manno. Er läuft in die falsche Richtung und wird bestimmt gleich von 10.000 Varanen zerfetzt werden. Ich muss schnell ins Lager, damit er sich dahin teleportieren kann. Außer er tötet die Varane und ich kriege keine Erfahrung dafür. Das wäre doof. Hallo, Giran. Was zur Hölle? Giran, ich rede mit dir. Es ist jetzt schon ziemlich dunkel. Pass auf, dass du nicht bei Nacht herumläufst. Okay. Also, kann ich etwas für dich tun? Ja. Achso. So, weiter geht es. Ich muss übrigens erst später dahin schwimmen. Deshalb mache ich das auch erst später. Und jetzt gebe ich Gerd noch seinen Trommelstock zurück. Nicht wahr, Gerd? So, ich habe jetzt auch die Quest mit dem Lagereingang freiräumen geschafft. Und als ich die Laute benutzt habe, sagte Gerd,
Bei dem Katzengeheul schläft man ja fast schon ein. Das müssen wir uns noch merken. So, jetzt muss ich aber Rohstahl schmieden. Einmal. Und zweimal. Diesmal natürlich wieder ohne Bug-Using. Dann jetzt einmal draufhauen. Und nochmal draufhauen. Dann ins Wasser tun. Und nochmal ins Wasser tun. Dann der Schleifstein. Und nochmal der Schleifstein. So, sehr gut. Ich brauche noch 10 Stärkepunkte. Die hole ich mir jetzt auch gleich. Aber was mache ich hier drin? Bin ich blöd? Ja, das bin ich wohl. Oh, hier gibt es noch etwas. Oh, das könnte ich brauchen. Eigentlich ist das dafür da, dass man diese Büsche gießen kann. Aber es funktioniert leider nicht bei mir. Ich will nicht ins Bett. Ich gehe jetzt zu Giran und schaue mir an, wie die beiden Idioten genau gleich nebeneinander stehen. Aber das ist gar nicht mein Plan. Hast du etwas zu sagen, Typ? Nein. Giran. Hast du etwas zu sagen, Typ? So, nun habe ich ein grobes Schwert und gebe Gerd auch ein grobes Schwert. Ha, ha. Hallo, ich bin wieder da. Nun, ihr hört bestimmt auch dieses nervtötende Rauschen. Und mein Kopf platzt gleich wegen diesem Rauschen. Das ist wirklich scheiße. Nun, oh. Jetzt, wo wir alle eine Waffe haben, sollte das Lager erstmal sicher sein. Aber da draußen sind mir zu viele Viecher. Ich finde, wir sollten die Viecher im Wald fertig machen. Dann haben wir erstmal Ruhe. Am besten, wir gehen von hier aus zur anderen Seite der Insel und dann zurück ins Lager. Das sollte schnell gehen. Hast du kurz Zeit? Nein, gerade nicht. Na gut, sag mir dann, wenn wir losgehen können. So, jetzt, wie gesagt, dieses Rauschen ist extrem nervig. Es ist eher ein Knistern. Und deshalb muss ich jetzt gleich... Moment, den PC neu starten. Ich habe geschlafen und bin ausgeruht. Ein weiterer Tag voller Abenteuer. Schön, das hört sich toll an. Kann ich jetzt bitte aufstehen? Danke. So, ich habe eine Fackel, aber es ist hell. Deshalb werfe ich die Fackel hier ins Gras, damit alles anfackelt. Okay, was tue ich jetzt noch? Genau, als nächstes müsste ich mit Giran auf die Jagd gehen. Und danach geht es ganz gut weiter, aber jetzt noch nicht. Giran, wo bist du? Da nicht. Das ist Gerd. Das ist Giran. Genau hier. Oh Mann. Genau hier speichere ich, mache meinen lokalen Datenträger D wieder leer, damit ich mehr aufnehmen kann, und starte den PC neu. Das kann jetzt ein paar Minütchen dauern. Danach gehen wir zum Strand, dann treffen wir Kestral und dann bin ich schon fast wieder da, wo ich letztes Mal war. Das heißt, bald kann ich wieder normal sprechen. Toll, darauf freue ich mich. Bis gleich also. Tschüss.